Dienstagmorgen, 8.15 Uhr, die Tour kann losgehen. On the way. Haben wir wohl etwas. Einen wunderschönen guten Morgen. Zweiter Tag, zweite Etappe von St. Anton nach. Wir passieren jetzt die Konstanzer Hütte. Sehr schön gelegen. Hier auf über 2000 Meter mittlerweile, schätzungsweise. Es ist so wunderschön hier, richtig ruhig. Und da vorne sieht man jetzt noch den letzten Kampfaufstieg. Da ist sie nun, die Heilbronner Hütte. Finale Einfahrt. Servus. So, weiter geht's. Hier. Feierabend Trail. Ich nehme euch mit an meiner Brust. Sehr geil, hier heute einen Tag Pause zu machen. Juhu. Kostenlose Bahntickets, ein Leben. Kurz vor 7 hier in Ischgl, Aufbruch zur Mörderetappe. Aber die Muskeln sind auch. Ich fühle mich jetzt besser, als wir gerade losgefahren sind unten. Ich merke es tatsächlich mehr in den Muskeln wie kreislauftechnisch, das merke ich. Ja, das ist hier gesponsert von bremsbeläge.com. Schreiben unten in die Videobeschreibung den Rabattcode. Bei uns glüht schon die Scheibe. Kleine Exkursion zum Thema Ernährung. Erzähl doch mal unsere Strategie. Morgens Tafelbrötchen mit Nutella, mittags Kaiserschmarrn und abends Burger mit Pommes.
Tal. Das ist echt traumhaft. Auf dem Weg nach Borneo. Gerade hier angekommen in Santa Catarina, gestartet haben wir in Bormio und heute leider nur Straße. Ponte di Legno, nie gehört davor, aber schönes Örtchen. Buongiorno. Wir sind auf dem Weg zwischen Porta di Legno und Madonna di Campillo. Ja. Oh, noch eine Schiebestrecke. Großer Anstieg vor dem Gardasee. Ladies and gentlemen, look at this. This is the Lago di Garda, yeah? The church is giving us a sign to come down, to dip our admirable bodies into the fluids of the lago. With this achievement, we set apart a flag of hope, peace, and growth after this triumph of mankind. Self,